Hallo und willkommen bei Folge 2 von Friendly Varro. Ja. Ja, dann würde ich sagen, rauf. Oder? Join wir. Genau. Jo. Puh, jetzt dann mal richtig hinsitzen. Finde ich dies richtig. Ich bin drauf, Jonas. Du bist auch drauf. Sehr schön, dich hier zu sehen. Hey. Genau. Fight. Achso, wir können uns nicht bewegen. Nein. Ah, wir können uns sogar bewegen. Iron. Ich bin hier runtergesprungen, Lonas. Lonas, ja. Lass mal wieder. Genau. Komplett. Bachulka, Lonas. Wie man dich auch nennen will. Backofen. Das war legendär. Musst du aber auch zugeben, dass Backofen legendär war. Da ist nicht mal ein. Aha. Das hat. Also, Ofen. Wie? Da ist nicht mal ein F drin. Na, Backofen, Bachulke, fast dasselbe. Übrigens, ich nutze mal mein Steinschwert weiter. Ja, stimmt, wollte ich auch. Wollten wir nicht eine Höhle suchen? Ja, wollten wir, aber wir haben da keine gefunden. Wir brauchen jetzt. Wir müssen sie runtergraben. Ja. Aber lass erst da hinten übers Wasser, okay? Oder wollen wir schon hier? Ich würde es hier machen, hier ist schön. Hier ist schön idyllisch. Ich nehme das okay. Hühnchen. Ich nehme die Hühnchen hier mit und du fängst an, dich runterzubauen. Genau. Uff, was ist passiert? Weißt du, woher das Uff, was ist passiert, kommt? Nein. Okay, musste nicht, alles gut. Ich habe Eisen gefunden. Weil ich gerade X-Ray anhabe, habe ich hier Eisen gefunden. Sieht man ja an deiner Aufnahme, finde ich. Genau, gut. Ich nehme ihn deswegen auch nicht auf, Kappa. Ja, denn nur weil Aufnahmepflicht ist, heißt das nicht, dass wir beide aufnehmen. Macht Sinn. Ja. Hallo, Logik ruft an. Ah ja, Logik. Die Logik hat angerufen. Was hat die Logik gesagt? Sie fährt weg. Dumm. Hast du Kohle gefunden? Ja, die war hinter den Eisen. Habe ich gewusst, deswegen habe ich mich genau da runtergegraben. Sehr schön, Junge. Ich drücke F3. Wenn uns Leute finden wollen, kommt gerne. Wir haben in sieben Tagen unser nächstes Ware-Projekt. Also. Ja, schön. Jonas, hier war übrigens nochmal, es waren zwei Eisen und ein Kohle, fuck. Weiß ich doch, aber, ne? Ja, finde ich sehr schön. Da komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Lage. Ja. Du musst weiter bauen. Ja, ich habe meine Faust lauter gemacht. Ich mache auch auf drei, ich will wissen, wo wir sind. Hast du Kohle? Ich habe immer noch meine, ah ja. Gönn dir was. Vergiss, was ich gesagt habe. Na, du wusstest doch, dass da Kohle ist. Ja. Deswegen hast du es auch gerade angesprochen. Aber dass Lucky jetzt schon wieder 4 Kills hat in unserer zweiten Folge. Bei ihnen ist das maximal... Nee, guck mal, was sie geschrieben haben. Die sind schon in der vierten. Ja, deswegen, bei denen ist das maximal die vierte Folge jetzt. Das heißt, sagen wir mal, Lucky hat jetzt schon 4 Folgen aufgenommen. Ja. Pro Folge ein Kill. Also, die Sache ist, von denen, was ich jetzt in den Videos von Lucky gesehen habe, jetzt No Hate... Fand ich ihn gar nicht so krass, wie er gekämpft hat. Ich glaube, die anderen waren einfach nur... Also im letzten Projekt... No offense, ich glaube, die anderen waren einfach nur kacke. Also im letzten Projekt fand ich, hat er gar nicht so krass gekämpft. Er spielt halt schon nicht schlecht. Also ja, natürlich, aber aus unseren MMBVJ-Staffeln, aus unseren eigenen Staffeln, können sich davon... Würden die niemals schaffen, aber... Ne? Ja, aber ich meine es mal, so krass finde ich ihn nicht. Ne, und was man ja auch sagen muss, wir haben Kampfverlauf. Ja. Wir haben also in. Oh, Dios. Ja, ich wusste halt, Alter. Siehst du, lass mich in der nächsten Staffel, Flo, lass mich da einfach runtergraben, okay? Aus der Lage kriegst du dich halt wirklich nicht mehr raus, Jonas. Ich grab mich runter, Eisen. Dahinter ist Kohle. Noch mehr Eisen. Noch mehr Kohle. Noch mehr Eisen. Oh, Dios. Hast du noch Eisen? Schaffen wir jetzt. Ungebratenes? Nee, gar nichts mehr. Gebratenes? Nee, auch nicht mehr. Hab ich dir alles gegeben. Okay, gut. Ich hab noch einen Ofen. Dann platzier den mal mit. Ja, platzier ihn in den Weg, Jonas. Ja. So. Wie viele Dias haben wir denn jetzt? 8. Ich höre Lava. Ich höre auch ganz leise. Hä? Guck doch mal! Noch mehr Eisen! Jonas, du kriegst dich aus der Lage, dass du hackst nicht mehr raus.
Oh. Da wäre ich aber beinahe reingefallen. Oh. Uiuiui. Ui, ui. Ich hätte gern Eimer. Ja, ich auch. Fühl mich, das ist das, was ich jetzt machen will. Denn wir müssen ja auch unser Zuckerrohr anpflanzen. Das auch noch. Ich sollte Sand mitnehmen, ne? Ja. Hab ich gemacht. Gut. Jonas, ich geh kurz hoch, Wasser holen. Wollen wir das? Okay. Zwei Stück. Alles gut. Ja, dann also jetzt können wir doch, wenn die Full Iron sind. Ja. Acht Stück, sagst du? Wollen wir vielleicht doch gegen die kämpfen, Jonas? Fahr du mal weiter. Wenn wir jetzt die Folge noch Full Iron kriegen, wollen wir dann doch gegen die kämpfen? Nächste Folge dann. Ja, ich glaube, die dürfen nicht mehr. In 5 Minuten? Nee.
Du hast. Hier ist ein Enderman-Flo. Ja, aber der ist aggressiv. So, da bin ich wieder. Warum soll er aggressiv sein? Ich weiß es nicht. Er hat ja so ein Geräusch gemacht. Er ist nur ins Feuer gegangen oder so. Ach so. Ich habe noch einen Minenabschnitt gefunden. Ein Obsidian. Zwei Obsidian. Boom. Und nochmal. Komm. Wie viele Herzen? Du hast einen Hill gemacht. Ja, mit Blocken, weiter Entfernung, 4 Herzen. Habe ich noch. Ja, ist mir bewusst. Ja, du wolltest halt Spannung aufbauen, Jonas. Oh, ja, übrigens, man darf keine Netherportale bauen, also das Netherportal ist irgendwo am Spawn. Darf ich nicht am Spawn bauen? Ja, wahrscheinlich bei 0. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Finden wir schon. Werden wir eh nicht hingehen. Ich wollte gerade sagen, wir werden maximal für Level, aber Level kriegt man eigentlich auch in der Höhle. So. Ich mach mir kurz einen Screenshot von Base-Eingang. Ich hab einen Spawner gefunden. Was war den Giftspinnen. Ja, will ich brav. Wenn es geht. Ich hab dein Wassereimer. Nee, da geh ich jetzt gar nicht hin wegen Dingen so. Gifte. Ich habe deinen Wassereimer noch. Ja. So, ich geh. Oder auch. Die Dias haben die einfach nur überstellt. Ich weiß nicht. Nein. Gut, also so wie ich mir bekomme, ganz normal Vanilla. 3 Minuten schon? Ja. Ging schnell. Da hinten, wo nur der eine Dia war, wollte ich eigentlich nochmal hingehen, weil wenn nur einer ist, dann muss ja vielleicht noch ein weiterer in der Nähe sein, irgendwie. Naja, eigentlich nicht. Ja, dann nicht. In jedem Chunk ist ein Dia vorkommen. Oh. Ja, kann ich habe jetzt so viel Eisen für eine Rüstung jetzt so. Ja, also, ist doch auch gut. Wenn wir das mit den letzten Wochen vergleichen, wo die Welt selbst gebaut wurde, wo es nichts gab, richtig. Wo wir in Folge 3 die das erste Mal eine richtige Hürde hatten. Wo wir beziehungsweise das erste Mal richtig gefarmt haben in Folge 3. Ne, Folge 4. Folge 4. Ich nehme trotzdem Gold mit für normale Äpfel. Ja klar. Mache ich auch. Machst du auch? Ich mache das auch. Dies erfreut mich. Dies zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen. Ich habe eine Grammatikklausur geschrieben, Jonas. Heute? Gestern? Gestern. Ich habe Suizidgedanken bekommen in dieser Klausur. Hast nicht gelernt? Ach ja, da war ja was. Ich lerne nie. Deswegen ja. Aber ich, also es ging. Die Suizidgedanken waren kurz da, dann sind die leicht weggegangen, dann sind die stärker wiedergekommen. Aber einen Punkt müsste ich schon mal haben. Ich habe eine Kiste gefunden. Wie? Weißt du, was für eine Kiste? Was für eine? Melonenkiste. Und das ist drinnen? Melonsamen. Ein Satteleisen. Melonsamen. Melonsamen? Ja. Jonas, vielleicht müssen wir doch in den Nether gehen, denn normale Tränke sind erlaubt, also hier Heilung. Ja, ich hab noch Lapis und Redstone, Sattel kannst zwei drin Eisen, lassen, Jonas. Sattel kannst du lassen. Sattel ist verboten? Richtig. Was, wenn ich die auf dem Pferd setze, aber das Pferd nicht benutze? Ich möchte ja nur nicht den Sattel wegwerfen, weil es viel zu schade ist. Doch, pack ihn wieder rein. Okay. Ne, ich hab ihn jetzt mitgenommen. Also mitnehmen darf ich ihn wahrscheinlich. Schätze ich. Ich will ihn dann in eine Kiste legen. Und damit vielleicht ein anderes Team es nutzt. Nein! Ich habe eine Hexe gefunden. Alter, die hat direkt Tränke nach mich geworfen. Alter! Erschreckt mich nicht so, Jonas. Als du so nein sagst, ich habe eine Hexe gefunden. Du so nein? Und ich sag jetzt, keine Ahnung. Du bist in Lava gefallen. Wie einer meiner MMB-VJ-Partner. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ich will das noch ganz schnell in den Ofen tun, bitte. Aus hier, ich will das Eisen reintun. Wo ist das da? Ich habe auch Eisen reingepackt. So. Alter. Ich bin wieder von Server runter. Ich auch. Gut, dann würde ich sagen, was mit der Folge, haut rein, lasst euch gefallen hat und ciao. Tschüss.